Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich, wenn ich vor einem fremden Restaurant oder in einem fremden Land eine Unterkunft suche, schaue doch gerne einmal die Bewertungen im Vorfeld an, ob das Restaurant etwas taugt, ob die Betten im Hotel entsprechend gut sind. Das machen aber wohl viele andere Menschen auch, die unterwegs sind in fremden Ländern oder einfach einmal etwas Neues kennenlernen möchten. Doch die Bewertungen, die können natürlich auch KI-generiert sein, sprich fake sein. Wie man sich am besten dagegen schützen kann, im Sinne von, dass man erkennen kann, was eine echte Bewertung ist und eine Fake-Bewertung ist, das wissen unsere Kolleginnen und Kollegen von ÖAM TCTV. Wenn wir eine Unterkunft für unseren Urlaub buchen, möchten wir natürlich ein Hotel, Ferienhaus oder Apartment aussuchen, das all unseren Wünschen entspricht. Um im Angebotsdschungel die richtige Unterkunft zu finden, schaue ich mir immer die Online-Bewertungen und Rezensionen an und vergleiche. Blind vertrauen sollte man den Empfehlungen aus dem Internet aber nicht. Dazu zu Gast bei mir im Studio ist ÖAMTC-Reiseexpertin Dagmar Redl. Hallo Dagmar, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Warum kann man sich jetzt nicht immer auf Hotelbewertungen verlassen? Bei Hotelbewertungen ist es so, wie man es auch von Produktbewertungen kennt, nicht alles ist echt. Und Fälschungen sind leichter geworden, seit es verschiedene KI-Systeme gibt, wie ChatGPT, die falsche Bewertung dann schreiben. Und das macht es auch umso schwieriger, die dann tatsächlich zu erkennen. Ja, KI-Programme wie ChatGPT vereinfachen vieles, leider auch das Betrügen. Wie kann man jetzt eine gefälschte Rezension unterscheiden von einer echten? Auffällig sind vor allem besonders lange, aber auch besonders kurze Bewertungen oder wenn alles im Superlativ drinnen steht oder ganz kurz und ganz negativ ist. Worauf man auf jeden Fall achten kann, ist, je konkreter eine Bewertung ist, desto wahrscheinlicher stammt es wirklich von einem Urlauber. Eine Familie wird zum Beispiel ganz genau auf das Angebot für Kinder eingehen, also welche Kinderbetten gibt es, wie ist die Situation beim Essen im Speisesaal und so weiter. Du hast es jetzt schon erwähnt, wie kann man im Text eine gefälschte Rezension enttarnen? Worauf achtet man da am besten? Bestimmte Formulierungen, da kann man skeptisch werden, wenn der Hotelname immer wieder erwähnt wird oder viele ähnliche Formulierungen in verschiedenen Bewertungen vorkommen, da kann man schon mal skeptisch werden. Was hast du noch für Tipps für mich, damit ich nicht auf falsche Rezensionen reinfalle? Ganz besonders praktisch ist die Funktion Street View in Google Maps. Da kann ich mich sozusagen in die Straße rein navigieren, wo das Hotel ist und mir selber anschauen, ob die gelobten Vorteile tatsächlich existieren. Aber am allerbesten sind natürlich die Tipps von Freunden, Bekannten, Familie. Da weiß ich, dass die Bewertungen echt sind. Gut, persönliche Empfehlungen von Freunden und Bekannten sind natürlich immer am besten. Danke Dagmar für deine wertvollen Tipps. Damit fallen Sie definitiv nicht auf gefakte Rezensionen rein und können für Ihren Urlaub eine gute Unterkunft buchen.